Meinem 14-jährigen Ich wüsste ich jetzt nicht direkt, was ich ihm für Ratschläge geben sollte. Also primär ist es halt, mach, was dir Spaß macht. Genieß Schule und Studium. So viel Freizeit hat man später nicht mehr. Arbeit gibt es nachher noch genug. Und geh deinen Weg. Das wird schon funktionieren. Thomas Kortauer, Firmware-Entwickler, FH-Sicherheitstechnologie. Das Coolste für mich ist im Grunde, dass man nicht nur Software entwickelt, sondern dass man etwas hat, was man anfassen kann. Das heißt, ich fange an mit Research and Development, schaue, was ich da mache, plane das Ganze und arbeite dann im Team zusammen, dass dann am Ende quasi ein fertiges Endprodukt rauskommt, was ich anfassen kann, was bei Kunden ist und was ich, wenn ich irgendwo lang gehe, auch mal sehe. Und dann denke ich mir, hey cool, da habe ich mitgemacht, das Ding gibt es wegen uns. Die eigene Arbeit ist immer in gewisser Weise eine Challenge. Das heißt, man kümmert sich sehr viel um die Probleme anderer Leute und muss aber auch selbst arbeiten. Das heißt, da muss man sich drum kümmern und dann gibt es natürlich, wie bei fast allen Projekten, gibt es mal Probleme. Das heißt, da muss man dann, wenn Bugs kommen, wenn Probleme kommen, wenn der Liefertermin kommt, muss man halt mal mehr Zeit reinstecken, dass auch die Zeiten eingehalten werden. FH-Sicherheitstechnologie produziert mechanische und elektronische Schließsysteme. Mechanische kennt fast jeder. Wenn man nach Hause kommt, den Schlüssel auspackt, dann muss man damit seine Tür öffnen. Elektronische rentieren sich meistens eher für Firmen. Das heißt, die haben sehr viele Anlagen, sehr viele berechtigte Personen, die sich auch täglich, wöchentlich ändern und wo ich halt Zutritte protokollieren kann und möglichst schnell Benutzer sperren möchte, ohne dass ich jetzt die ganze Schließanlage tauschen muss, bloß weil jemand seinen Schlüssel verloren hat. Ansonsten arbeite ich im Unternehmen, dass ich halt schaue, dass die Firmware-Entwickler alle sinnvoll ausgelastet sind und in Zukunft Projekte haben, dass sie arbeiten kann. Ansonsten arbeite ich die meiste Zeit im Projekt. Das heißt, am Anfang haben wir meistens so ein Research-Projekt, dass wir schauen, womit arbeiten wir, was wollen wir für coole neue Produkte einsetzen. Da kommen dann auch Lieferanten vorbei, die sagen, was sie dann auf der Roadmap haben und wir sagen, was wir auf der Roadmap haben. Dann definieren wir mit dem Produktmanagement den Umfang. Aufgrund des Umfangs machen wir dann einen Zeitplan. Und wenn wir den Zeitplan haben, dann fangen wir mit dem Team an, loszuarbeiten. Das heißt, ich schaue, dass die Leute die ganze Zeit ausgelastet sind, was zu tun haben, dass wir unsere Meilensteine einhalten, wann wir unsere Releases machen. Und wenn wir dann am Ende sind, geben wir halt die Sachen nach jedem Zyklus immer zum Systemtest in die Testabteilung. Wenn die zufrieden sind, dann gibt es einen Abschlussbericht und danach wird dann das Projekt abgeschlossen und dann haben wir ein neues Release, was wir dem Kunden geben. Und typischerweise an jedes Release kommt dann halt noch eine Betreuungsphase, wo wir dann, falls noch Bugs vom Kunden reinkommen, uns darum kümmern, dass die auch gelöst werden und die Produkte möglichst lange bei den Kunden laufen. Ich bin aufgewachsen in Neuss. Da bin ich zur Grundschule gegangen und anschließend ins Gymnasium. Unser Gymnasium hat in NRW als erstes einen Informatik-Leistungskurs angeboten, den ich auch genutzt habe. Dann bin ich nach meinem Abitur bin ich nach Bayern gezogen, habe dort an der Universität Passau habe ich Informatik studiert, habe dort als Hilfswissenschaftler mitgearbeitet. Danach bin ich dann an einer Point of Sales Business Suite habe ich gearbeitet als Softwareentwickler. Anschließend bin ich dann nach Wien gezogen. In Wien habe ich als IT-Consultant gearbeitet. Dort habe ich primär Entwicklungsarbeiten und Scrum Master gemacht. Und dann bin ich 2013 bin ich zur FH-Sicherheitstechnologie gewechselt und arbeite dort jetzt quasi als Teamleitung in der Firmware-Entwicklung. So, ohne meinen Werdegang würde das auch funktionieren. Es gibt auch viele Kollegen, die über eine HTL zum Beispiel reingekommen sind oder Studienabbrecher, die es halt nicht zu Ende gezogen haben. Aber grundsätzlich einen IT-Hintergrund gibt es meistens. Man kann halt auch zum Beispiel eine Lehre machen und so in das Feld einsteigen. Man sollte schon
Auch wenn man jetzt vielleicht den Informatiker als introvertierte Person sieht, lernt man eigentlich im Studium schon, dass es eigentlich immer nur im Team gearbeitet wird. Und von daher muss man auf jeden Fall, also die meisten sollten wirklich Teamplayer sein und in Teams zusammenarbeiten. Und es gibt eher seltener diese wirklich ganz fixierten Spezialisten, die sich auf eine Sache konzentrieren.